Nach einer sechsmonatigen Renovierungsphase entsteht 2019 mitten in Salzburg eine sogenannte Eco-Residence. The Keep ist ein ganz besonderes Hotel, denn der bewusste Umgang mit der Umwelt wird hier tagtäglich gelebt. Ja, die Prämisse, die wir eigentlich immer allen Entscheidungen zugrunde gelegt haben, war so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Das hat sich eigentlich durchgezogen, also von der Planung der Renovierung über die Renovierung selbst bis zum täglichen Betrieb. Wir wollen Bestehendes bewahren und nicht unnötig etwas neu kaufen. Und was natürlich auch ein wichtiges Thema bei uns ist, ist, wir versuchen so wenig Abfall wie irgendwie möglich zu produzieren. Und das ist auch so ein bisschen unsere Vision, weil wir gemerkt haben, dass es da einfach noch viel Potenzial gibt. Wir wollen versuchen, in der Zukunft ein nahezu abfallfreies Hotel und Restaurant zu führen. Neben einem Aufenthaltsraum, der für alle Hotelgäste nutzbar und auch buchbar ist, gibt es 33 Zimmer, jedes davon ein Unikat. Wir haben zum Beispiel das Schwemmholz selbst gesammelt aus der Saalach und Salzach, das unsere Betten verbindet. Wir haben unsere Duschen innen mit LKW-Planen ausgestattet, um da nicht unnötig Plastik produzieren zu müssen. Die sanitären Einrichtungen sind natürlich alle neu, aber wir haben uns auch da einen kreativen Ansatz überlegt. Und zwar haben wir von unserer Installateurfirma alle Restposten an Waschbecken und Duschen und Armaturen zusammengekauft und haben somit da die Lager entlastet. Und haben halt jetzt in jedem Zimmer ein anderes Waschbecken. Wer glaubt, hier steigen nur Backpacker und Studenten ab, der irrt. Denn hier übernachten auch Festspielgäste, Universitätsprofessoren, Hipsters und Senioren. Ein bunter Mix mit derselben Vision. Und alle verbindet natürlich der Wunsch, nachhaltig zu reisen und einen positiven ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Mit der Energieberatung der Salzburg AG wurden diverse Maßnahmen in Sachen Energieeffizienz besprochen und bereits erfolgreich umgesetzt. Wir haben dann eben jetzt im Frühjahr eine Photovoltaikanlage aufs Dach gebaut. Unsere Photovoltaikanlage hat 21 kW Peak und wir versuchen, dass wir 30% unseres jährlichen Strombedarfs damit decken. Und haben auch verschiedene kleinere Maßnahmen umgesetzt, wie zum Beispiel die Kühlgeräte, auf deren Effizienz gemessen. Das werden wir auch jetzt halbjährlich oder jährlich immer wieder mal machen, um sicher zu sein, dass man da keine Stromfresser im Haus hat. Im Erdgeschoss des Hotels befindet sich ein veganes Restaurant. Das Obst und Gemüse, das hier auf den Teller kommt, wird von zwei eigenen Stadtgärten bezogen. Wir versuchen da einen Großteil eben selber zu ziehen und zu produzieren, um wirklich 100% zu wissen, dass das Bio ist und natürlich zu wissen, wo es herkommt. Alles andere beziehen wir von gut ausgewählten Partnern aus der Region. Also wir haben immer so einen Ansatz, der sich R50 nennt. Also wir versuchen, im Radius von 50 Kilometern einzukaufen und nicht wahnsinnig weit darüber hinaus zu gehen. Nachhaltig, energieeffizient und vegan. Die Community in dem Bereich ist stark wachsend und immer mehr Hoteliers erkennen diesen Trend. Wir wünschen uns aber wirklich, dass noch viel mehr Unternehmen und Hotels oder auch Hostels auf diesen Zug aufspringen, weil es wirklich das Einzige ist, das wirklich Zukunft hat, unserer Meinung nach. Wenn Sie Fragen rund um die Themen Energieeffizienz oder Nachhaltigkeit haben, klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.